Okay. Dann können wir auch gleich beginnen. Ja, es ist 18 Uhr. Wir haben den 6.12.2021 und ich freue mich ganz besonders, Sie heute zum letzten Online-Talk der Reihe LiveView Phototalks im MKK begrüßen zu können. Diese Veranstaltung ist der Schlusspunkt dieser Veranstaltungsreihe, aber auch ein gewisser Höhepunkt, möchte ich sagen, denn wir haben ganz besondere Gesprächspartner einladen können. Zum einen die Kuratorin Ruth Horak und auf der anderen Seite eine Koryphäe der konkreten Fotografie, nämlich Professor Dr. Gottfried Rieger. Herzlich willkommen an Sie beide. Danke. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Ja, wunderbar. Ja, mein Name ist Therese Rode. Ich leite das Museum für konkrete Kunst. Und jetzt ist das Jahr 2021 auch fast zu Ende. Und tatsächlich haben heute meine Kolleginnen und Kollegen die Ausstellung von Inge Dick und Susa Templin eingepackt. Wir sind auch ein Stück weit traurig, aber so ist das immer mit Ausstellungen. Und 2021 haben wir ganz unter das Motto der Fotografie gestellt. Das heißt, wir hatten nicht nur die Ausstellung, wir hatten auch das Vermittlungsprogramm, das darauf abgestimmt war. Und dazu gehört eben auch die Live-View-Reihe, die eben nicht im Museumsraum, sondern im digitalen Raum stattfindet. Wir hatten viele interessante Gäste und wir haben unter ganz verschiedenen Themen miteinander gesprochen. Etwa mit Esther Horak und de Krüll haben wir uns auf die Suche nach dem perfekten Bild gemacht. Mit Professor Martin Liebscher und Andy Kassier sprachen wir über die Kunstfotografie in Zeiten von Social Media. Sven Schumacher und Marian Schmidt erzählten uns etwas über das Foto als Museumsgut. Und zuletzt hatten wir das Gespräch mit Professor Dr. Petra Grimm und Dirk Linke. Und wir sprachen über die Macht der Bilder. Haben Sie jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Gefühl, etwas verpasst zu haben? Das kann ich gut verstehen, sonst wenn Sie es nicht gesehen haben, aber ich kann Sie auch trösten, denn wir haben diese ganzen Talks aufgezeichnet und Sie finden sie im Internet auf unserer Webseite und können Sie sie nochmal anschauen. Und ja, jetzt möchte ich auch gleich starten, denn Sie sehen ja, wir haben eine ganz lange Reise hinter uns und man könnte sagen, endlich sind wir dort angekommen, wofür wir uns eigentlich auszeichnen. Wir sind nicht nur bei der Fotografie, wir sind bei der konkreten Fotografie angekommen, also bei der Spezialisierung, die ganz zu unserem Haus passt. Aber konkrete Fotografie, was ist das eigentlich? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen, denn die Fotografie hat langläufig vor allem die Funktion, ein möglichst exaktes Abbild von Personen, von Räumen, von Objekten zu erhalten und zu schaffen und damit vor allem dokumentarischen und auch inszenierenden Charakter. Und folglich ist es schwer, die Fotografie eigentlich in der konkreten Kunst unterzubringen. Aber es gab schon fotografische Arbeiten seit Man Ray oder Laszlo Molinocz, die sich von dieser Vorstellung verabschiedeten, dass man eine Idee verfolgt, in dem Fotografie meine Abbildung von eines Gegenstandes zu sein hat. Das war schon Anfang des 20. Jahrhunderts so. Und es entwickelte sich in der Fotografie ein Zweig, der sich auf die Bedingungen des Seins konzentrierte. Also auf Aspekte wie das Licht, die Zeit, der Apparat oder auch der Entwicklungsprozess. Und an dieser Stelle kommen eben Fotografie und konkrete Kunst zusammen. Und tatsächlich hat sich neben der konkreten Kunst und neben der konkreten Poesie etwas entwickelt, was sich konkrete Fotografie nennt. Und nun möchte ich jemanden vorstellen, der sich da in diesem Metier sehr gut auskennt. Das ist nämlich Professor Dr. Gottfried Rieger. Er ist Fotograf, Fototheoretiker und Hochschullehrer. Und das möchte ich noch herausstellen. Er ist also nicht nur eine Person, die es weiß, zu fotografieren, sondern auch darüber zu reflektieren und die Gabe hat, dieses Wissen weiterzugeben an eine jüngere Generation. Und Professor Dr. Bernd Stiegler hatte ihn einst, als er den Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie erhielt, das war 2014, einen einprägsamen Namen gegeben. Er bezeichnete Gottfried Rieger als Fotograf der Fotografie. Was das bedeutet, das werden wir nun von ihm selbst erfahren und ich freue mich ganz besonders auf den Vortrag von Herrn Jäger. Ja, hallo. Genau, ich werde jetzt einfach mal den Bildschirm teilen. Mhm. Und ich hoffe, Sie sehen das. Ja, so ist es gut. Und dann freuen wir uns auf Ihre Worte.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, also das ein oder andere zu vermitteln, von dem Sie eben einleitend ja auch schon sehr schön gesprochen haben. Also das Museum für konkrete Kunst und die konkrete Fotografie, na gut, das scheint zusammenzupassen, aber das Foto ist ja nun ein sehr gegenständliches Medium von seiner Geschichte her gesehen. Und hatte es mit dem, was man unter dem Begriff der Konkretion, der Abstraktion und so weiter in dieser Richtung also darstellen wollte und konnte, ziemlich schwer gehabt. In meinem eigenen Werdegang als junger Fotograf bis über das Studium und zur Lehre kann ich durchaus die Entwicklung der Fotografie, also meines Fachgebietes, die Entwicklung ableiten, also von einem Handwerk. Ich habe als Lehrling 3 Jahre gelernt und habe die Meisterprüfung gemacht im Fotografenhandwerk. Ich habe Fotoingenieurwesen studiert, also die Technik studiert, die Optik, die Chemie, die Lichttechnik und so weiter. Und bin dann in das künstlerische Fach übergetreten durch meine erste Berufung an die Werkkunstschule Bielefeld damals, das war 1960, also in grauer Vorzeit. Aber diese Schule hatte eben weder Technik noch Handwerk im Programm, sie hatte die Kunst im Programm. Insofern hat mich dann die Kunst berührt, wenn man so will. Und ich habe versucht, mein technisches Wissen mit der Kunst in irgendeiner Weise zu verknüpfen. Also, das war eine wunderbare Zeit der Gehversuche, das Foto zu einem eigenständigen Medium, zu einem eigenständigen künstlerischen Fach zu machen. Es ist ja in der Regel so, dass man mit dem Fotoapparat also auf die Welt da draußen schaut. Vielleicht ein einfaches Modell, nicht wahr? Man schaut durch den Sucher auf die Welt da draußen und macht sich ein Bild von der Welt durch den Apparat hindurch. Aber es gibt auch ein Innenleben dieses Apparates. Das heißt, man kann auch umgekehrt sozusagen von der Außenwelt in den Apparat hineinschauen und entdeckt darin eine eigene Welt, die Welt der Dunkelkammer. Soweit es also jetzt eine gegenständliche Vorstellung von diesem dunklen Apparat gibt, aber natürlich auch inzwischen eine Welt der Digitalisierung und der Mediatisierung. Und meine Mission habe ich immer darin gesehen, den Apparat also als ein eigenständiges und besonderes künstlerisches Medium zu entdecken und nicht etwa als etwas, das der Kunst und dem freien Gestalten entgegensteht. Diese Auffassung habe ich sozusagen gelernt. Der Apparat kann nicht das, was der menschliche Geist sich vorstellt, verkörpern und vergegenständlichen. Ich wollte aber diesen Apparat nicht ausschließen, sondern ihn zu meinem Gegenstand machen. Also konkrete Fotografie ist letztendlich die Vergegenständlichung, die Konkretisierung der Fotografie selbst als Objekt in all seinen weiten Schattierungen, seiner optischen, seiner chemischen, seiner mechanischen Parameter. Und jetzt habe ich einige Bilder mitgebracht, die meinen künstlerischen Weg belegen. Ich hoffe, es wird nicht zu viel. Ich versuche es zügig zu präsentieren und zu kommentieren. Und vielleicht können Sie mir dabei auch folgen. Frau Rode ist gefragt. Die möchte bitte das erste Dia zeigen. Es ist das Foto einer Entwicklerschale aus Emaille. Das ist das Gerät, das ich bei meinem Dienstantritt 1960 in der Werkkunstschule Bielefeld vorfand, eine winzige Werkstatt mit eben dieser Schale. Und diese Schale hatte einen Sprung, wie Sie unschwer erkennen, also einen Fehler, der sie schlussendlich unbrauchbar machte.
Aber dieser Sprung hatte es mir angetan. Bitte um das nächste Bild. Ich habe es ab diesem Sprung reproduziert auf Strichfilm, wie sich das gehört, also rein schwarz-weiß, ohne irgendwelche Nebengeräusche mit einzubeziehen, und habe mir gedacht, dieses wunderbare Gebilde ist ja eines, sozusagen ein natürliches Gebilde, das die Spannung, die da einmal kurz herrschte, auch verkörpert. Also ich habe diesen Sprung fotografiert. Und dann hatte ich ein Negativ, und mit diesem Negativ habe ich alles Mögliche ausprobiert, nämlich probiert, was ich für eine schöne Geschichte über diesen Sprung erzählen kann, also bildnerisch erzählen kann natürlich, wenn ich mir Mühe gebe. Wir können jetzt zwei oder drei Bilder zeigen, Frau Rode, vielleicht das nächste Dia. Hier ist eine Mehrfachbelichtung von diesem Sprung entstanden durch das Zoomen des Vergrößerungsgerätes in der Dunkelkammer. Ich will aber jetzt nicht zu technisch werden. Schauen Sie sich diese Arbeiten an, vielleicht zwei oder drei, die jetzt noch kommen. Ruhig das nächste. Also auch die Farbe spielt natürlich eine Rolle, die man hinzugeben kann durch den fotografischen Prozess. Und zwar eben den konventionellen fotografischen Prozess mit farbigem Licht, ja, durch Mehrfachbelichtung, durch Bewegung der Kamera, das Zoomen und so weiter. Es gibt ja unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten des Fotografischen, ohne dass man die Welt da draußen einbeziehen muss. Immer innerhalb des Apparates, wie gesagt. Jetzt bitte auch das nächste. Hier sehen Sie eine Ausstellung zusammen mit meiner Frau Ursel in Köln. Das war 1973, ich weiß es nicht genau, wir könnten nachgucken, in Köln auf der Fotokina, eine der ersten großen Ausstellungen der Fototechnik. Da hat man uns, einer kleinen Gruppe, die Möglichkeit gegeben, Arbeiten auszustellen. Und Sie sehen vielleicht gerade eben noch links das erste Foto, was Sie eben gesehen haben, wie sich so etwas wie eine Reihe, eine Serie, eine Erzählung entwickelt, rein formal, schwarz-weiß, bis zu den drei Bildern, die über diesen beiden Personen stehen. Über der Person meiner Frau hängt das Bild, was Sie eben gesehen haben, dieses blaue. Ja, also da dachte ich so, in der Ausstellung einen Farbaspekt geben zu können. Und dann endet diese Schau, diese kleine Reihe, mit einem schwarzen, annähernd kreisförmigen Punkt. Ja, vielen Dank. Und das ist in der Tat immer noch der Sprung, und zwar mit einem mikroskopischen Ausschnitt. Also an irgendeiner Stelle dieses Sprunggebildes befindet sich in der Tat diese Form. Also ein Kreis, wenn man ihn nur noch weiter vergrößert, dann kommt man zu einem schwarzen Feld. Das ist, wenn man so will, jetzt das erzählerische Ende meiner Geschichte. Herr Jäger, wir haben gerade gemerkt, wir haben Sie technisch verloren. Das Bild hakt bei Ihnen. Vielleicht würde ich Sie bitten, ganz kurz den Chat nochmal zu verlassen und nochmal reinzukommen, damit wir Ihnen wieder folgen können. Wir bleiben einfach bei Ihnen hier und bei dem schwarzen Punkt, und dann geht es gleich weiter. Einmal ausloggen und wieder einloggen, bitte. Ja, das sind so die technischen Herausforderungen an Live-Talks, aber ich glaube, das soll auch bloß eine Herausforderung bleiben und kein Hindernis. Aber vielleicht, Frau Horak, vielleicht gehen wir einfach schon mal ins Gespräch und gucken und sprechen einfach darüber, was wir gerade gesehen haben. Wie ist Ihr Eindruck?
Nein, ich fühle mich mit dem Gottfried Jäger sehr verbunden, weil er das so früh begonnen hat, eben über die Fotografie zu reflektieren und sie als Motiv zu nehmen. Und also seine Definition, jetzt den Blick zurück in die Kamera, den fand ich jetzt auch sehr metaphorisch oder sehr konkret und bildlich, zu sagen, ich möchte eben nicht mit der Kamera rausschauen in die Welt, sondern auf das, was jetzt die Bedingungen der Fotografie sind. Und jeder, der Bilder produziert hat und nicht nur betrachtet wie ich, das ist so eben auch jetzt mein Standpunkt als Kunsthistorikerin, ich kriege immer erst die fertigen Bilder zu sehen, aber jeder, der in der Dunkelkammer mal stand, für den ist es essentiell, diese Wanne. Ja, und waren sie früher aus Email und beschichtet und sind gesprungen und waren sie später aus Kunststoff und hatten eben weiß, rot und graue Farben und es waren die Chemiekanister und all diese Dinge, die in der Dunkelkammer vor sich gehen. Und das ist ja so essentiell. Also jeder, der Fotografien auch macht und nicht nur anschaut, für den ist das Teil des ganzen Prozesses. Und so, glaube ich, ist es auch naheliegend, diesen Prozess dann auch tatsächlich vor die Linse sozusagen zu holen und aus diesem Prozess eben selber die Bilder abzuleiten. Also für mich ist das genauso naheliegend, wie Sie das jetzt im Museum machen mit jeder anderen Art von Disziplin, mit der man auch theoretisch gegenständliche Dinge abbilden könnte, aber die sich eben selber auch fragt, was mache ich da und was sind meine Voraussetzungen und Bedingungen. Gottfried Jäger ist jetzt, glaube ich, wieder bei uns. Ich bin jetzt wieder da. Sehr gut, wir haben die Zeit gut genutzt und Frau Horak hat uns einen kleinen Kommentar zu dem eben, was Sie gerade... Ja, wunderbar. Sehr schön. Wir sind jetzt bei dem schwarzen Punkt und möchten gerne weiterhören, wie es weitergeht. Wir sind bei dem schwarzen Punkt angelangt, ja, der nun keiner mehr ist, sondern eine Art Kreis, so ein amorphes Gebilde. Aber wie gesagt, es ist immer noch Teil des Gegenstandes. Also insofern ist das noch immer sozusagen eine abstrakte Angelegenheit. Ich wollte jetzt das nächste Dia sehen, denn... Der nächste Schritt wäre sozusagen die Umkehrung dessen, also dass man den Kreis perfektioniert, also jetzt richtig rund macht und auch die Dinge umkehrt, also nicht mehr der schwarze Punkt, sondern der weiße Punkt. Nehmen Sie mal das nächste Bild. Ich muss etwas schnell jetzt durchgehen und habe, wie gesagt, daraus ein Prinzip gemacht, nämlich diese Kamera Obscura, aber auch wieder erweitert als multiples Gerät, das ein Lochmuster vermittelt durch parallel geführtes Licht. Und Sie sehen auf der linken Seite also Querschnitt der Kamera und der Lichtstrahlen, die dann auf der rechten Seite eine sogenannte Lochblendenstruktur ergibt. So habe ich jedenfalls meine damaligen Ergebnisse genannt. Und wenn wir das nächste Bild sehen, werden Sie erkennen, dass denn die Art und Weise, damit umzugehen, eine andere ist als die bei dem Sprung. Der war sozusagen ein Stück Natur, ein Stück Technik, also ein Stück Gegenstand, der dann zu dem abstrakten Gebilde des annähernden Kreises gelangt ist. Hier benutze ich die Idee des Kreises, die Perfektionierung, aber eben nicht in Form einer Fläche, die nun gezeichnet oder gemalt worden ist, sondern die letztendlich nichts anderes ist als meine Lochblende, also die Idee sozusagen der Umkehrung dessen. Und wenn man jetzt nicht nur mit einem Objektiv, mit einer Lochblende arbeitet, sondern mit mehreren, mit einem Muster, einem Lochblendenmuster, dann ergeben sich in der vielfachen Projektion also Überlagerungen, die mich auch in Erstaunen gesetzt haben. Vielleicht nehmen wir jetzt das nächste nochmal heran. Das ist jetzt schon ein weiterer Schritt, nicht wahr, in die Ausstellung hinein. Also das Serielle hat hier einen wichtigen Aspekt. Sie sehen einen Blick in die Ausstellung Generative Fotografie 1968 in Bielefeld, in dem alten Kunsthaus. Links Arbeiten von Hein Grafenhorst, auf der rechten Seite dann Arbeiten aus meiner Lochblendenkiste. Pierre Cordier und Kilian Breyer waren damals an diesem Projekt beteiligt, und zwar in der Tat die erste
Manifestation dieses Begriffs generative Fotografie, abgeleitet von der generativen Ästhetik Max Benzes. Vielleicht nehmen wir das nächste Bild gleich hinein. Das fand ich in meinem Archiv. Also das ist so eine Übersicht einer Lochblendenstrukturentwicklung in ihrem Museum. Also an der Wand angelehnt, ich hatte das transportiert, es gab eine Ausstellung, ist viele Jahre her, ich weiß jetzt nicht mehr den Titel genau, aber auf jeden Fall haben diese Arbeiten vielfach Anklang gefunden und haben auch vielfach dann den Blick in die Kamera hinein geschärft. Nehmen wir ruhig das nächste Bild. Ich werde nichts mehr machen jetzt hier an meinem Gerät. Frau Rode, ja, sich zurück von, also am besten nach vorn. So, und heute, nach vielen Jahren, erlebe ich diese Arbeit als Titelblatt eines Buches, das ich sehr empfehlen kann, von Yanai Teuster. Das ist ein israelischer Kollege, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, also mit einem Titel, den man hier schnell liest, Photography from the Turing Shroud, von dem Turiner Tuch, also dem Abdruck, von dem ja immer die Rede ist, wenn man ein Foto macht. Man nimmt etwas auf und drückt sozusagen die Natur in das Bild. Also from the Turing Shroud to the Turing Machine, also der Digitalisierung und der Theoretisierung des Bildes und der Nachricht und der Informationsvermittlung. Damit schließe ich sozusagen diesen schnellen und kurzen Kreis der generativen Arbeiten, die also mehr auf dem konstruktiven Prinzip beruhen, dem schrittweisen Vorgehen, der Serialität und dergleichen, im Gegensatz zu der ersten Arbeit, die ich Ihnen gezeigt habe, die ja mehr auf dem Prinzip von Versuch und Irrtum bestehen, also probeweise experimentell erarbeitet worden sind. Hier also schon der Ansatz in die serielle, logische, numerische Gestaltung, also das Apparative tritt hier in abstrakter Form in seine Erscheinung. Bitte das nächste. Es gab dann einen Sprung in den 80er Jahren, bei dem ich das Fotomaterial selbst wieder sehr stark interessiert hat. Also das Stück Papier, was wir in der Hand haben, das ja in der Regel also glatt gemacht wird und gepresst wird und gerahmt wird und gezeigt wird als Fläche. Aber das Fotopapier selbst ist auch ein Objekt, ein wunderbares Material. Und selbst wenn man es also sich selber überlässt, also wie hier so ein Stück schwarzes Fotopapier also einfach trocknen lässt, dann nimmt es eigene Formen an. Und das hat mich also überrascht geradezu in seiner Vielfalt. Und ich habe eine Weile mit dem Fotopapier wieder stärker gearbeitet. Also das war Anfang der 80er Jahre, nach dieser sehr strengen Geschichte mit der generativen Kiste. Bitte auch das nächste Bild. Hier spiele ich sozusagen die Idee aber weiter. Sie sehen hier einen kleinen Ausschnitt einer Einzelausstellung Galerie Jesse in Bielefeld. Also bei dem, in der dieses Dreieck, dieses Stück Papier durch seine Reproduktion und seine Rahmung an der Wand also nun plötzlich wieder bildhaft wird. Also ich spiele mit dem Gedanken der Produktion der Fotografie an sich, mit dem eigenen Material und ihrer Reproduktion. Also Produktion und Reproduktion, diese beiden Elemente, die das Foto ja wunderbar spiegeln und auch gegeneinander ausspielen kann, sind hier von Bedeutung. Ruhig auch das nächste Bild jetzt. Und das zielt natürlich ziemlich stark in die Performance, würde man heute sagen, also diese Aufführung, dass man dieses Material eben auch zeigt. Hier bei einer Tagung der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner, das ist nun auch schon lange her, bei dem ich diese Papiere dann als Objekt gezeigt habe, was natürlich auch zum Teil also den Fachleuten ziemlich unheimlich wurde und auch mit Spott begleitet wurde,
Also ich hatte es nicht so einfach darzustellen, dass ich es ernst meine und das Fotopapier an sich zum Objekt erkläre und eben da es auch damit sein Bewenden lasse. Ich habe aber diesem Stück Papier, das da an der Wand hängt, den Namen Graukeil gegeben als Titel, wobei der Graukeil nun wieder ein Fachbegriff war, der die Sache also auch wieder in die Welt der Fotografie hineingebeamt hat. Bitte das Nächste. Es gibt also eine lange Zeit, bis heute beschäftigt mich dieses Thema des Fotomaterials, des Fotopapiers, auch des Films zum Beispiel und dergleichen, das sich auch als eigenes Objekt, als eigenes Material darstellt und damit natürlich auch eine eigene Realität gewinnt. Also es wäre sozusagen der dritte Aspekt meiner Geschichte von dem reinen Experiment über das Generative, prinzipiell auch serielle und methodische und analytische, hier zum Spielerischen mit dem Material zu arbeiten. Und nun haben wir ja mit der Jahrhundertwende diese Digitalisierung des Fotos erreicht. Und auch das ist natürlich ein wunderbares neues Feld. Vielleicht das Nächste, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ja, aus den ersten Ansätzen der Lochblendenstruktur, von die Sie ganz am, also jetzt in der Mitte meines kurzen Vortrags gesehen haben, habe ich eine Arbeit herausgenommen, das ist die oben links, und gescannt und digitalisiert. Und im weiteren Verlauf der Entwicklung die Pixelzahl ständig reduziert bis hin zu wenigen Quadraten, die dann schließlich also in das letzte Bild, also einen einfachen schwarzen Strich münden. Also es ist sozusagen die Digitalisierung des ursprünglich natürlichen Fotos im Sinne einer geometrischen Idee, einer geometrischen Arbeit. Also das ist sozusagen der vierte Aspekt dessen, was ich Ihnen hier vortragen kann, der Umgang mit dem fotografischen Material, das existiert, das man natürlich dann auch datenmäßig erfassen kann und mit dessen Daten man dann wieder arbeiten kann. Also es ist so eine Art Transformation in eine völlig neue Welt. Und das hat mich interessiert. Vielleicht zeigen wir jetzt die letzten und dann ist auch mein Vortrag schon zu Ende. Und ich komme über die reine Digitalisierung schließlich zu einem Bild wie diesem, das so aussieht wie ein ursprüngliches, wunderbares Foto von schwarz nach weiß mit einer scharfen Linie, einem tiefen, festen, scharfen Punkt. Also alle Elemente des Fotos sind in diesem Bild enthalten. Aber es ist kein Foto. Es ist mit Photoshop allerdings, der Name ist Programm, generiert, hervorgerufen, aber es ist rein synthetisch, es hat mit Licht und Schatten im Grunde nichts mehr zu tun, obwohl es so tut, als ob. Und das ist nun ein neues Spiel, ein wunderbares neues Feld, das mich auch wirklich überrascht hat, ebenso wie auch davon überzeugt, dass die Fotografie, und das ist ja der Kern auch jetzt hier unserer Fragestellung, dass es mit der Fotografie weitergeht, dass wir also immer noch ein großes Potenzial in diesem Medium besitzen, sowohl im Rückgriff auf seine Historie, auf seine Geschichte, die wir entweder darstellen oder auch interpretieren können mit neuen Mitteln oder auch mit den neuen Möglichkeiten der Informatik, die dem Foto eine völlig neue Wirklichkeit vermittelt. Damit mache ich erstmal Schluss und bedanke mich für das Zuschauen und das Zuhören und bin gespannt auf den nächsten Vortrag von meiner verehrten Kollegin Ruth Horak. Danke. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführung. Und jetzt würde ich einfach gleich überleiten wollen zu Ruth Horak. Sie ist freie Kuratorin, Autorin und Lehrbeauftragte für nicht nur für Fotografie, sondern auch für zeitgenössische Kunst. Aber wir haben sie heute besonders eingeladen für den Bereich der Fotografie. Sie ist jetzt auch schon eine nicht nur treue Anhängerin unseres Museums, sondern eine treue Begleiterin. Denn sie hat zu unserer Ausstellung zu Inge Dick auch geschrieben, in unserem Ausstellungskatalog. Und neben diesen Tätigkeiten, die sie für unser Museum geleistet hat und für die Stiftung unseres Hauses, fand ich einen
eine Überschrift, eine Ausstellung, ein Titel ganz bezeichnet. Das war 2020 in Salzburg. Da heißt eine Ausstellung: Während alle fotografieren, können sich manche mit der Fotografie beschäftigen. Und Ruth Horak ist genauso eine Person, nämlich eine Frau, die sich mit der Fotografie beschäftigt. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Und ja, bin ganz gespannt auf Ihre Worte. Dankeschön. Ich habe jetzt noch kurz zurückgegriffen, weil ich noch einen Katalog herausgezaubert habe, da waren wir gemeinsam, also auch von dir, Gottfried, ja. Lichtbild und Datenbild. Und das ist, glaube ich, das, was ich so bewundere, dass du auch diesen Bogen immer spannst weiter. Also es wird so quasi das Interesse an dem Thema wird nie ein Ende nehmen. Und so geht es mir auch und so geht es, glaube ich, allen, die sich mit Fotografie so sehr beschäftigen, dass sie immer noch weiter wissen wollen, wie es weitergehen wird. Und jetzt kann man sagen, okay, die konkrete Fotografie ist ein winziges Segment, das wenige Leute interessiert, aber es ist unglaublich vielfältig. Also die Kleinheit mag nach außen hin vielleicht so scheinen, aber es trifft mich zu. Und also was ich vorbereitet habe, ist eigentlich sehr ähnlich, wie du das gemacht hast, aber natürlich aus meiner Sicht, die ich keine Künstlerin leider bin, sondern aus der Sicht der Kuratorin oder der Autorin auch. Ich habe versucht, auch in den vielen Jahren, die ich damit beschäftige, was mir so an essentiellen Dingen untergekommen ist, die für mich dieses Bild von einer konkreten Fotografie, von einer reinen Fotografie geprägt haben. Und habe versucht, es auch aufzubauen, eben von einer frühen analogen Fotografie herkommend, was bedeutet dann konkret zu werden für die digitale Fotografie oder was bedeutet es vielleicht jetzt noch, also in unserer Jetztzeit für die Fotografie, die eigentlich schon nur mehr eines von vielen bildgebenden Verfahren ist. Genau, ich habe auch gebeten, dass die Frau Rode mich durchleitet durch die Bilder. Das erste können wir überspringen, wir gehen gleich zum zweiten. Ja, das nächste. So war für mich zum Beispiel ein Kommentar, das erste Textzitat bitte. Also ein Kommentar von Hubert Damisch, sehr wichtig, der das reduziert hat, die Fotografie, ähnlich wie Gottfried, du das gesagt hast, dass man nicht nur nach draußen schauen kann durch den Fotoapparat, sondern quasi auch nach innen. Und der Damisch hat es sehr präzise zusammengefasst, indem er sagt, dass in ihrer klassischen Definition die Fotografie nichts anderes ist als ein Aufzeichnungsverfahren, eine Technik der Einschreibung eines stabilen, durch Lichtstrahlung erzeugten Bildes in eine Silbersalzemulsion. Und jetzt kommt quasi das Wichtige, man beachte, dass diese Definition nicht die Verwendung, also weder eines Apparates voraussetzt und auch nicht bedingt, dass das erhaltene Bild das eines Gegenstandes oder eines Schauspiels der Außenwelt ist. Ja, und das vereint für mich so diese Welt der Innenschau, wenn man so will, dass ich nicht einmal den Apparat brauche, der ist ja auch so quasi schon lange vorher erfunden worden mit die Kamera Obscura, und dass ich aber auch kein Bild auf meiner lichtempfindlichen Schicht festhalten muss, sondern das Prinzip ist eines, das weder das eine noch das andere braucht. Oder im zweiten Zitat, das ich mitgebracht habe, eigentlich von Mel Bochner, geliehen vom Hippolyte Taine, der da sagt, dass er eigentlich ein Objekt am liebsten so produziert hätte, als würde er gar nicht da sein. Ja? Ja, as they are, also so wie die Objekte sind und einem am besten so, als ob ich gar nicht existieren würde. Also der bricht es noch runter, er war auch Philosoph und Kunsthistoriker. Ich glaube, er hat jetzt nicht dezidiert von der Fotografie gesprochen, sondern eher aus der Sicht des Kunsthistorikers vom Reproduzieren oder Abbilden von Bildern der Außenwelt. Und diese Aussage ist noch einmal so quasi die radikalere, die sagt, ja, ich will eigentlich, wenn dann Bild, dann so, dass ich gar nicht daran beteiligt bin. Sind zwei verschiedene Seiten jetzt.
Aber es bringt uns quasi auf was, dass eigentlich die Idee von der Fotografie die einzig reine Form ist. Also jedes Foto ist sozusagen schon unter dem Einfluss einer äußerlichen Szene, unter dem Einfluss dessen, der sie produziert. Aber die Idee der Fotografie ist quasi eigentlich die reinste Form. Und ich habe noch zwei Beispiele mitgebracht von Tamara Horakova und Ewald Maurer. Das nächste. Ja, die haben in den Anfang der 90er Jahre eine Idee gehabt, dass sie sagen, es ist eben das Approximate Center of Image, dieses ungefähre Zentrum des Bildes. Und egal, wo ich sozusagen diese, in dem Fall war es ein transparenter Aufkleber, wo ich das hinhalte, jedes von diesen Bildern ist ein mögliches Bild. Aber es ist reduziert auf die Idee eines Bildes, die Idee von einem Bild. Und damit hat sich da eine Ebene eingefügt, die eben so quasi ausschließt, dass es ein konkretes Bild sein muss, sondern die Idee der Fotografie eigentlich so quasi drüber liegt. Auch das nächste Beispiel von Tim Rautert würde für mich da hineinfallen, der da vier Fotopapierschachteln als Werke also sich dafür entschieden hat und sie auch gerahmt hat. Das heißt, er hat die Idee vom Foto, reinen Fotopapier, ohne dass dort jemals ein Foto drauf zu sehen sein wird, ausgestellt und als solches eben wieder die Idee von der Fotografie in den Vordergrund geholt. Die Ansicht, die Sie hier jetzt sehen, ist aus einer Publikation, die voriges Jahr entstanden ist, von Gregor Eckenberger. Ich habe da auch beim Text mitgearbeitet. Und da war eben auch dieses Öffnen des eigenen Tuns. Ja, was ist denn eigentlich alles Fotografie? Was gehört alles dazu? Was ist es oder was kann Fotografie sein außer dem Foto? Und das führt quasi immer wieder auf einer abstrakten Ebene eben zu dem Gedanken, dass die Idee allein von der Fotografie eben so eine, wenn man jetzt bei einem Vortragstitel bleiben will, bei einer reinen Fotografie liegt. Wenn man weiterschaut, das nächste bitte, dann habe ich eben auch beobachtet, dass immer wieder Dinge zum Thema oder zum Motiv gemacht werden, die also ausgehen von dieser Idee über das Fotografieren, aber dann doch konkret werden oder eine Umsetzung, wenn man will, eine Materialisierung erfahren. Und darunter fällt für mich eine Arbeit von Thomas Freiler von 2011. Und ich habe kurz den Text eingeblendet, der dazu entstanden ist. Dass für ihn eben auch diese Arbeit mit der Kamera, mit dem Film einlegen, mit einem Farbfilm, der unter extremer Dunkelheit eingelegt werden muss, was es eigentlich bedeutet, wenn so ein Film unter Tageslicht kommt, was ist, wenn ihn so quasi unter Studiolicht fotografiere, was passiert mit ihm? Und so hat er in dieser Gegenüberstellung, also was Sie sehen, ist rechts die Kamera, die Filmplatte, in der der Film eingelegt ist und das Studiolicht fotografiert und durch diese Belichtung belichtet. Und links quasi das aus der Platte genommene Blatt wieder herausgenommen, den Film, wie er dann ausschaut, wenn er entwickelt ist. Also er stellt gegenüber die Materialien, die es braucht, um eine Kamera zu bedienen und den Film, was mit ihm passiert, wenn ich ihn unter Tageslicht quasi belichte. Also das heißt, das ist jetzt für mich ein Beispiel, bei dem sowohl die Idee der Fotografie, als auch dann aber schon eine Materialisierung stattfindet und doch ein Produkt sozusagen herausspringt. Und ein zweites habe ich, glaube ich, noch mitgebracht von einem jüngeren Künstler, von Bastian Schwind, der die ganze Serie, die Sie hier sehen, heißt Latente Bilder. Und er geht quasi noch einen Schritt weiter und sagt,
die Idee des latenten Bildes bedeutet für mich, dass auf einem lichtempfindlichen Film ein Bild gespeichert wurde, aber es wird nicht entwickelt. Ja, es bleibt latent. Und was er gemacht hat, ist, dass er diese belichteten Filme nicht entwickelt hat, sondern wieder zurück in den lichtdichten man jetzt aber so ein blaues Feld oder ein rotes Feld sich am Bildschirm definieren und man sieht sich von der Nähe an, wäre es erst wieder aus RGB aufgebaut. Und jetzt gibt es aber in dem Fall eine spezielle Software, die eben zur Kontrolle der Pixel quasi dient, ob alle funktionieren. Und nur diese Software kann es wirklich trennen in ein reines Blau, ein reines Rot, ein reines Grün, sodass tatsächlich keins der anderen gepixelten Farben zu sehen ist. Also das ist Selichers Arbeit ist schon eine sehr vertiefte, Nerd kann man vielleicht auch sagen, jemand, der das sehr intensiv betreibt und eben mit einer Serie wie dieser hier auch an so ein Extrem kommt und stößt. Naheliegend die nächste Arbeit von Adrian Sauer, die auch viele von Ihnen wahrscheinlich kennen, wo er eine große 125 mal 476 Zentimeter große, ich glaube, es ist ein Inkjet-Print, der von der Ferne ausschaut wie ein mittleres Grau, und nähert man sich ihm dann,
sieht man diese farbigen Pixeloberfläche und dann braucht sozusagen den Titel, um es auch wirklich zu verstehen, nämlich 16,77216 Millionen Farben. Und das ist diese 16,8 Millionen Farben, das ist das, was wirklich unseren Farbraum am Computer quasi ausmacht. Das sind alle nur erdenklichen Farben, die ein Bildschirm darstellen kann. Und das sind so diese, für mich die so wichtige Schritte in einer Visualisierung von der Idee von Fotografie. Also was es im analogen Bereich war, über die Papiere, über die Prozess, über die Chemikalien, über die Dunkelkammer, die Kanister und die Filmentwicklungstanks und so weiter, ist sozusagen transformiert ins Digitale. Derselbe Gedanke, nur hier fragt man, welche Bedingungen sind es hier? Welche Apparate sind es? Wie funktionieren sie? Wie ist die Auflösung hier? Wie ist die Darstellung? Was passiert, wenn man eben sich hineindenkt und wieder nicht mit dem Apparat nach draußen fotografiert, sondern quasi nach innen und schaut, wie diese in dieser Zeit das nach innen funktioniert. Ich habe noch zwei Beispiele aus diesem Bereich. Das eine ist die Sarah Swinar. Sind quasi Zufälle, auch durchaus absichtlich herbeigeführte Zufälle, aber die beim Scannen funktionieren. Also auch jetzt der Scanner als großes Thema, was der verändert, also wie der Bilder verändern kann, wie er, also die jetzt wieder aus dem Apparat herausgedacht, welche ästhetischen Beiträge er quasi liefern kann. Und noch das zweite Beispiel, was noch tiefer vielleicht wieder hineingeht, ist die vom Julian Pallas, die Untitled Documents. Und das fand ich auch sehr speziell. Und zwar hat er so quasi sich versucht, in ein Dokument, also in zum Beispiel ein Photoshop-Dokument, wieder diese Idee hineinzugehen und daraus aber eine Visualisierung herauszurechnen sozusagen. Also Sie haben rechts das Photoshop-Dokument, links ist es zufälligerweise eine PowerPoint-Presentation, also das, was ich jetzt eigentlich Ihnen mitgebracht habe, aber eben reduziert, also aus dem vom leeren Dokument quasi abgeleitet, eine Art Visualisierung. Und es bekommt natürlich wieder eigene Ästhetik und ist eine, so, also wieder im Sinne einer Übertragung einer Idee von der Fotografie, von Arbeiten mit Bildern auf dem Rechner in eine visuelle Bildform. Und der letzte Teil ist so eigentlich der, welches Universum hängt denn da eigentlich noch dran? Also wenn man beim Julian Pallas weiterschaut, dann bleibt er natürlich nicht mehr nur beim Photoshop-Dokument und am Rechner und am Ausdruck, sondern er geht dann auch diesen Schritt in die NFT, in den NFT-Bereich mit einem Objekt Nummer 413.108 und bietet jetzt eine solche Visualisierung, die aber ihren Ursprung trotzdem nimmt von einem fotografischen Gedanken an, um sie auch als offenes Dokument quasi im Netz zu vertreiben. Und das Zitat, das von der Website von Hic und Nunc, wo er das anbietet, stammt, zeigt vielleicht auch schon jetzt die Richtung, wie man es denken muss, dass es ein poetischer Prozess ist, von Daten sichtbar zu machen. Und ich glaube, das ist alles, das betrifft jetzt all die Bereiche, über die wir sprechen, dass es ja trotzdem auch künstlerische Arbeiten sind. Also es ist ja nicht nur ein theoretisches Herunterdeklinieren, wie man auch sagt, von bestimmten Bereichen
und Themen, sondern es ist doch immer auch der Wille oder der dringende Wunsch dahinter, das als visuelles Objekt herauszuarbeiten. Noch einmal weiter, bitte. Genau, das war eine Ausstellung 2018 in der Fotogalerie in Wien, die von Robert Bodnar mit dem Titel Gelbe Dunkelkammer eingeführt war. Und das bringt so diese Idee vom Hybriden auch dazu. Und zwar waren die Grundplatten, auf denen die Bilder zu sehen sind. Ich glaube, ich habe beim nächsten Mal noch das nächste Bild ist noch ein Detail daraus, sind sogenannte FR4-Platten, die normalerweise für Leiterplatten verwendet werden. Jetzt sehe ich das Chart gerade nicht, aber macht nichts. Und normalerweise ist dieser Träger eben für rein elektronische Nutzung. Sieht keiner das Bild? Muss ich nochmal meinen Bildschirm teilen? Also bei mir ist es gerade weg. Sehen Sie die PowerPoint? Gottfried, sehen Sie sie? Hallo. Ja, ich höre. Siehst du die PowerPoint-Präsentation noch? Ich gehe noch mal rein. Nein, jetzt sehe ich also den Anfang. Jetzt ist es wieder da, jetzt, ja. Okay. Jetzt sind wir ganz am Ende. Ich sehe jetzt wieder was. Genau, das ist das drittletzte, okay. Bitte noch. Ja. Also das fand ich auch eine schöne Verbindung, die der Robert Bodnar hergestellt hat, ja. Indem er Materialien benutzt, die eigentlich aus dem elektronischen Bereich stammen, für Leiterplatten verwendet werden, mit Kupfer beschichtet sind. Und Kupfer ist ja quasi auch sehr stark mit der frühen Fotografie verbunden. Und diese Platten werden auch in der Industrie noch immer auf einem photochemischen Weg belichtet. Mhm. Ja, und er hat es quasi wieder verwendet als künstlerisches Material und eben in dem Fall jetzt mit dem Werkzeug aus dem Photoshop, mit einer Grafik, die er entworfen hat, dafür belichtet und geätzt. Aber was da passiert, ist eben die Verbindung zwischen dem eigentlich sehr, sehr ursprünglichen, also auf einem photochemischen Weg basierenden Verfahren und aber einem Material, das eigentlich ausschließlich in einem elektronischen Bereich verwendet wird. Ich glaube, es gibt noch ein Detail aus diesem Bild, das nächste, genau, da sieht man ein bisschen genauer, wie er vielleicht ähnlich wie du, Gottfried, mit den, das letzte, was du uns gezeigt hast, wo du digital hineinzoomst, hat er auch hier gespielt damit, dass er dieses Raster in einem Kreis anordnet und damit eigentlich die Ordnung des Rasters ja ständig bricht. Also es sind ständig Überlagerungen und Schnitt, also Fehlstellen an den Schnittstellen zu finden. Ja, okay. Was ich noch zeige, ist vielleicht die Überleitung wieder zum Anfang. Also die Idee vom Hippolyt Den zu sagen, am besten wäre es eigentlich, wenn ich gar nicht da wäre. Also das wäre für mich quasi die reinste Form der Darstellung. Und das hat mich dann eigentlich geführt wieder zu sowas wie unsere Satellitenaufnahmen, die en gros halt von der Erde, also die Satelliten, die Erde umschwärmen und alles aufzeichnen, was zu sehen ist. Und man kann dann in so eine Stadt wie Palm Springs, wie der Gregor Eckenberger das in dem Fall gemacht hat, hineinzoomen und sich ja, wie wir wissen, auch dann so quasi in die Vorgärten begeben und durch die Fenster quasi fast ins Wohnzimmer schauen. Also das wäre für mich so dieses Pendant quasi zu dem, was der Hippolyten vorschlägt, dass er sagt, die Autorenschaft jetzt in der Fotografie ist sowieso eine quasi nicht notwendige und vielleicht ist es dann auch eine Form des reinen Fotos. Danke. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Die beiden letzten Beispiele fand ich ganz, ganz, ganz toll, weil sie eben auch auf die Dimensionen, die Wahrnehmungsdimensionen aufmerksam machen, über die wir verfügen, auch durch die Fotografie, nämlich wenn ich denke an das
Mikrofoto, die Mikroskopie, nicht wahr, das Herausnehmen kleinster Details aus der unsichtbaren Welt und nicht wahr, die Makrofotografie, der Blick von oben auf die Welt. Das sind also riesige Dimensionen, die uns ja die Fotografie eröffnet hat und auch weiterhin eröffnet. Dies nur als kleiner Kommentar für die beiden letzten Beispiele. Die fand ich sehr stimmig, sehr signifikant und das lässt noch hoffen, nicht wahr, auf weitere Entdeckungen. Danke. Da möchte ich auch gleich anschließen. Die konkrete Fotografie wurde auch oft als Befreiungsschlag für die Fotografie erkannt und beschrieben. Sehen Sie das auch so? Also ist das wirklich eine befreiende, ist das für Befreiende, so zu arbeiten, oder kann die Freiheit auch eine Last sein? Soll ich darauf antworten? Ja, naja, Sie sind ja praktischer Fotograf. Wir alle wissen, dass Freiheit auch eine Last sein kann. Also im Allgemeinen, nicht wahr? Und das ist ganz klar, dass man Haltegriffe braucht. Also bei aller Möglichkeit, also sozusagen in den experimentellen Topf hineinzugreifen, nicht wahr, und daraus irgendetwas zu formen, geht es doch immer darum, den Dingen eine Grenze zu setzen, also sie zu formen. Und auch die konkrete Fotografie ist letztlich eben ein geformtes Element und auch begleitet von unseren theoretischen Überlegungen. Ich bin neulich in der Stadt hier bei uns hinter einem LKW, so einem Betonlastwagen hergefahren. Und der hatte hinten drauf also ein großes Werbeschild für Beton. Da stand dann drauf, es kommt drauf an, was man draus macht. Beton. Und nun sollten wir das Wort Beton mal ins Englische übersetzen. Da heißt nämlich der Begriff Beton konkret. Und das heißt auch bei dem Beton, man schimpft ja immer über die vielen Betonbauten, nicht wahr? Es kommt drauf an, was man draus macht. Und so ist das halt hier auch. Wir haben es mit der Fotografie mit einem ja vermeintlich gegenständlichen Medium zu tun, aber wir haben es auch mit einem ja, mit einer Masse von Möglichkeiten zu tun, ja, mit numerischen, informativen und informationellen, aber früher eben auch mit chemischen, optischen und so weiter, Elementen. Und es kommt darauf an, was man daraus macht, würde ich jetzt einfach mal weiter formulieren, wie man damit umgeht, wie man auch etwas Schöpferisches darin erkennen kann und was man, wie gesagt, daraus macht. Das hat mich immer geleitet, also mein Fach. Und wie gesagt, ich habe es versucht, vorhin noch mal biografisch aufzuzählen, vom Lehrling des Handwerks, nicht wahr, bis hin zum Professor, der nun, was weiß ich, dieses Medium erklären soll und darstellen soll, hat mich immer geleitet, dass es eine Masse, eine Möglichkeit ist, daraus etwas zu formen, das mir in irgendeiner Weise entspricht. Also das sozusagen auch ein Abbild meines Innenbildes ist. Ich möchte Ordnung haben, möglicherweise, ich möchte Farben verstehen, ich möchte Räume schaffen, ich möchte und so weiter. Also all diese Möglichkeiten. Und da eröffnet mir meine Fotografie eben einen riesen Spielraum, der noch längst nicht ausgebeutet und ausformuliert ist. Ja, da gibt es auch eine wirklich sehr schöne Anekdote dazu, weil konkrete Kunst ja oder selbst Concrete Art heißt und dann für manche eben auch Betonkunst da ist. Und, ja, genau. Wir müssen das offensiv sehen und nicht verteidigen, nicht wahr, verteidigen, sondern offensiv sehen. Das sind Möglichkeiten, die unendlich groß sind. Und wir wissen, auch im Bauwesen gibt es große Kunst, nicht wahr, mit Hilfe dessen, was wir hier Beton nennen. Da würde ich ganz nochmal anschließen, auch an ein Zitat, was ich gefunden habe bei Ihnen im Vortrag, Kurt Horak. Alles ist Fotografie. Ist das so? Ist alles Fotografie? Und wenn alles Fotografie ist, ist dann auch jeder ein Fotograf? Das denke ich mir halt gerade bei der Bilderflut, die wir uns heute uns begegnet, über Social Media, über Werbung, über die verschiedensten Kanäle. Aber ich frage mich, ob jeder Mensch, der ein Handy in der Kamera, also ein Handy dabei hat und damit immer eine Kamera dabei hat, auch automatisch ein Fotograf ist. Wie schätzen Sie denn das Bildermachen in der aktuellen Zeit ein, Frau Horan?
Also diese Publikation Alles ist Fotografie ist tatsächlich so offen gedacht gewesen, dass da jetzt auch nicht nur künstlerische Arbeiten drinnen sind, sondern es sollte so ein, angelehnt an den Hans Hollein und seine Utopie von Alles ist Architektur sein, der das auch komplett aufgemacht hat. Und das andere, wo Ihnen der Titel schon gefallen hat, dass eben während alle fotografieren, können sich manche mit der Fotografie beschäftigen, das kam eben auch genau aus diesem Gedanken, dass alle fotografieren ununterbrochen und eh alles schon fotografiert ist und dass dann die Beschäftigung mit einer Fotografie eben eine andere Basis hat. Ja, es ist so ähnlich oder gleich wie eine künstlerische Beschäftigung, oder wie eine Autorenschaft, also wo der sich ja auch nicht, der Autor, die Autorin stoßen sich ja auch nicht daran, dass andere Leute reden und schreiben, sondern es ist auf einer anderen Ebene, es ist ein anderes künstlerisches Denken. Und also jeder, der sein Handy benutzt, das Notizbuch, auch ich, fotografiert halt, um sich an Dinge zu erinnern, aber es ist sozusagen weit weg von einer künstlerischen Fotografie. Genau, und ich glaube, eine ganz große Unterscheidung im Bilder machen, denn mit der Digitalisierung. Ich glaube, wer früher eine analoge Kamera bedienen wollte, der musste auch ein bisschen was über diese Technik wissen. Wer heute fotografiert, ist dazu nicht unbedingt gezwungen. Also da sind technische Skills nicht unbedingt eine Grundbedingung. Und was bedeutet das also für die konkrete Fotografie? Muss man die Technik kennen oder ist das eigentlich überflüssig? Also zur vorhergehenden Anmerkung, glaube ich, gab es ja auch die Hobbyfotografie. Also das waren die sich besonders gut ausgekannt haben in der analogen Kameratechnik. Und es gab ja auch also endlos Dunkelkammern, die jetzt von Hobbyfotografen betrieben wurden. Also es gab ja immer viele Schienen innerhalb der Fotografie. So viele, wie es Anwendungsgebiete gab, gab es auch Anwenderinnen und Anwender. Und also für die konkrete Fotografie sehe ich das eben so, dass es eine Möglichkeit bietet, jetzt sich eben zu unterscheiden von all den anderen, die fotografieren, von all den anderen Motiven, die fotografiert werden, auf ein, vielleicht nicht nur konkret, sondern ich würde immer auch konzeptuelle Fotografie mitnehmen, die ja dann schon auch wieder gegenständlich sein darf, aber die trotzdem die Fotografie mitdenkt, das Thema. Also ich glaube, das ist für mich so eigentlich der größere, so wie das Öffnen, nicht nur konkret, sondern konzeptuell die Fotografie als Motiv sozusagen mitdenken. Genau. Und da geht meine letzte Frage nochmal an Herrn Jäger. Wir haben viel über Serien erlebt, wir haben viel über Erzählungen gesprochen, wir haben auch gemerkt, dass viel erzählt wurde. Aber ist denn jetzt schon alles erzählt? Hat die konkrete Fotografie noch eine Zukunft? Das ist eine schöne Frage, ja. Wenn ich es wüsste, würde ich sie beantworten. Also ich bin sicher, dass das der Fall ist. Weil, wie gesagt, ich habe in meiner Geschichte vielfach gehört und erlebt, nicht wahr, wie ein Abgesang auf die Fotografie erzählt worden ist. Und dann war es doch wieder ein Neuanfang, also Digitalisierung zum Beispiel. Aber deswegen bin ich absolut sicher, dass aus diesem reichen an Formen und an Möglichkeiten, reichen Fach, nicht wahr, auch neue Ideen, neue Bilder, neue Visualisierungen entstehen. Da bin ich absolut sicher, dass das der Fall sein wird. Denken wir nur allein an den Rückgriff auch, also an die Historisierung dieses Faches. Das war ja nicht immer so, dass man auf die eigene Geschichte Wert gelegt hat und sie auch differenziert betrachtet hat. Auch sie bietet viele Möglichkeiten. Das sehen wir an manchen Beispielen, die auch Ruth Horak gezeigt hat, dass also der Rückgriff auf die Kassette, ja, also auf die Entwicklung, auf den Film, auf die Chemie, nicht wahr, möglich ist, um daraus eine neue Welt von Bildern zu erzeugen und zu generieren. Und insofern, ich kann natürlich nicht in die Zukunft blicken, aber wenn ich zurückblicke auf meinen eigenen Weg, der eben immer mal wieder solche Fragen hervorgebracht und provoziert hat, und trotzdem war überraschend wieder etwas Neues entstanden. Denken Sie nur an das Selfie, also diese Bewegung geradezu, ein Wirtschaftszweig,
der entstanden ist, dadurch, dass man sich mit einem Stativ oder so selber fotografiert vor Hintergründen. Das waren, ich denke an Hermann Stamm, nur mal so ein Name, der mir gerade einfällt, ein Fotograf, Professor in Weimar über lange Jahre für Fotografie, der also diese Selfie-Manie ohne die digitale Kamera, noch mit der analogen Kamera, zu einem künstlerischen Weg geführt hat, also ein ganzes Oeuvre von solchen Selbstaufnahmen seiner Reisen in der Welt dargestellt hat. Also allein das ist eine völlig neue Öffnung, die sich auch für den künstlerischen Bereich und letztendlich auch für den Kunstmarkt zeigt als eine Potenz, ja, als eine Möglichkeit, das auszuschöpfen. Also ich habe da keine Ängste, nicht wahr? Und auch keine Bedenken, dass sich etwas entwickelt, was wir noch nicht kennen und noch nicht erlebt haben und über das wir uns wundern und freuen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und, also ich glaube, man kann es tatsächlich auf einen Satz reduzieren, indem man sagt, solange jemand was macht, kann er das eigene Tun reflektieren. Ja, egal wie der Prozess. Okay. Genau, und jetzt sind wir auch schon über unsere Zeit. Ich möchte ganz mich herzlich bei Ihnen entschuldigen, dass wir ein paar technische Probleme hatten, aber ich glaube, wir haben es ganz gut gelöst am Ende doch. Und das ist ja auch das, der Glaube am Live-Charakter ist. Und es ist ja fast wie im Museum selbst. Ne? Es gehört dazu. Planen. Es gehört dazu. Genau. Jetzt kommen wir zum Schluss dieses Talks und auch dieser Talkreihe. Und ich möchte mich bei allen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen ganz herzlich bedanken, also bei Ihnen beiden, aber auch alle anderen, die an dieser Reihe mitgewirkt haben. Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen, Marie-Louise Heske, die dieses Format konzipiert hat, für uns bedanken, aber auch bei Julius Davis. Und dann geht mein Dank auch an die Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt, die das Ganze mit uns finanziert hat. Und was mir nun bleibt, ist Ihnen einfach eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen. Ich weiß, es sind sehr ungewöhnliche Zeiten und Formate wie dieses hier, die haben ihren Reiz, aber gerade wir Museumsmacher und Ausstellungsmenschen, wir wollen eigentlich die Menschen ins Museum locken. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen, denn im Januar 2022 haben wir unsere neue Eröffnung. Ob es jetzt digital ist oder analog, das ist nicht entschieden. Das werden wir im Januar noch spontan entscheiden müssen, je nach Infektionsgeschehen. Da kann man sagen, der Name ist Programm, denn die Ausstellung heißt Hängepartie Kunst mit offenem Ende. Sehr schön. Hört genau. Sich an. Ja, wir freuen uns auf Arbeiten von Yvin Allerdag, von Ziel Floyer, Gregor Hildebrand, Kat Gräser, Soto. Also es gibt eine ganze Riege an tollen Namen, die dabei sind. Ja. Am 15. Januar geht's los. Also kommen Sie gut ins neue Jahr und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Ja. Vielen Dank für den Beitrag. Ich bin gern dabei gewesen und grüße Sie ebenfalls und freue mich, dass Sie so eine tolle Reihe zustande gebracht haben. Wunderbar. Herzlichen Dank. Herzliche Grüße auch aus Wien. Ja. Wiedersehen. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Gut. Auf Wiedersehen an alle. Ja, tschüss. Alles Gute.